Ein Arbeitskollege hatte beim Aufräumen zu Hause noch den Norton-Editor von Symantec in der Version 2.0 für den PC aus dem Jahr 1990 gefunden gehabt. Sicherlich hat er ihn auch in dieser Zeit Anfang der 1990er Jahre gekauft gehabt. Da er die nun inzwischen historische Software in der Boxed-Version nicht mehr benötigt, hat er sie unserem kleinen IT-Service-Computermuseum auf der Arbeit überlassen. Symantec Norton-Editor. Schneller, leicht zu bedienender Texteditor, Pull-Down-Menüs, Programmier- und Textverarbeitungsfunktionen, Blockbefehle, Suchen und Ersetzen, die ganzen Kernfeatures auf der Vorderseite gehighlightet. Auf der Seite ist der Peter Norton auf einem Foto zu sehen. Systemanforderungen sind DOS 2.0 oder höher für IBM, PC, XT, AT, PS2 und Klone. Nur 130 Kilobyte Speicherbedarf für Schwarz-Weiß- und Farbmonitore mit Mausunterstützung. Hübsche Screenshots. Und hier nochmal die wichtigen Funktionen. Ja, die Schachtel enthält sowohl eine 5,25 Zoll als auch eine 3,5 Zoll Diskette. Zu der Zeit war das so eine Übergangszeit, wo es entweder noch Computer mit nur 5,25 Zoll Laufwerke oder nur für 3,5 Zoll Laufwerke gab und man hat einfach in die Boxen einfach beide Medien hineingelegt, sodass man nicht unterschiedliche Retail-Versionen produzieren musste. Eigentlich ganz nette Sache für den Umstieg. Mal schauen, was drin ist. Erstmal Handbücher. Ja, es gab Zeiten, da war der Software noch ordentliche Handbücher beigelegt. Ein dickes für den Norton-Editor. Jede Funktion wird genau erklärt. Sogar noch ein dünnes, der Norton Classic Editor. Ist wahrscheinlich eine ältere Version, die nicht ganz so oder die vielmehr noch weniger Ressourcen benötigte. Ja, so eine Art Quick Guide. So, die Nutzungslizenzen. Aber ja, wer hat die groß gelesen? Eine Karte zum Registrieren als Kunde, damit man oder damit Symantec einen immer schön neue Informationen über deren neuen Produkte zuführt. Später gab es dann Newsletter, heute würde man eher sagen Spam. Von der 3,5 Zoll Diskette haben wir noch ein Image gemacht, daher können wir sagen, dass die Diskette noch funktioniert. Ja, aber das ist meiner Meinung nach moderner Scheiß. Ich meine mich zu erinnern, dass mein Kollege sagte, dass er ihn interessieren würde, ob die größere 5,25 Zoll Diskette hier noch funktioniert. Er selber habe wohl nie ein Laufwerk für diese großen Disketten besessen.
Also die Diskette ließ sich schon mal lesen. Anders als das Copyright haben die Dateien einen Datumstempel von März bzw. Mai 1991. Also ist nicht ganz so alt. Dateien wurden kopiert. Es handelt sich auch, um genau zu sein, um Version 2.01G aus dem Jahr 1991. Ja, es lassen sich Textdateien sowohl lesen als auch schreiben. Damit funktioniert das Programm noch von der Diskette.